Okay, David, das passt. Auf Wiederholen. Will jemand einen drehen? Ja, ich möchte etwas bitte. Nein, danke. Marc, willst du mit mir zusammen etwas essen? Entschuldigung, ich kann nicht. Ich habe heute ein Date. Okay, pass auf dich auf. Ich denke, es gibt keine Hoffnung. Ich frage mich, wie Laura nichts fühlt. Was ist mit ihr zu sagen, dass Marc sie liebt? Ha? Nein, nein, ich denke nicht. Erwartest du, dass sie ihn eines Tages oder so etwas Ähnliches bemerken würde? Bitte. Was stimmt nicht mit Marc? Warum ist er traurig? Traurig? Er dachte darüber nach, wo er letzte Woche seinen Urlaub verbringen wird. Oh, das ist ein toller Ort. David mir erzählt hat, ich würde es ihm empfehlen. Marc, warum hast du mich nicht gefragt? Worüber? Ich bin wirklich schwer ärgert. Warum warst du nicht von Anfang an ehrlich? Weißt du, ich hätte dich nie im Stich gelassen. Wirklich? Natürlich habe ich einen tollen Platz für deinen Urlaub. Mein Urlaub? Ja, bist du deswegen sauer? Weil du nicht weißt, wo du deinen Urlaub verbringen wirst. Ist es so? Natürlich. Gibt es noch etwas anderes? Natürlich. Entschuldigung, ich habe einen Termin, ich muss los. Möchte jemand essen? Natürlich fühle ich mich nach diesem Gespräch so hungrig, Jungs. Ja, ich auch. Okay, David, das passt. Auf Wiederholen. Will jemand einen drehen? Ja, ich möchte etwas bitte. Nein, danke. Marc, willst du mit mir zusammen etwas essen? Entschuldigung, ich kann nicht. Ich habe heute ein Date. Okay, pass auf dich auf. Ich denke, es gibt keine Hoffnung. Ich frage mich, wie Laura nichts fühlt. Was ist mit ihr zu sagen, dass Marc sie liebt? Ha? Nein, nein, ich denke nicht. Erwartest du, dass sie ihn eines Tages oder so etwas Ähnliches bemerken würde? Bitte. Was stimmt nicht mit Marc? Warum ist er traurig? Traurig? Er dachte darüber nach, wo er letzte Woche seinen Urlaub verbringen wird. Oh, das ist ein toller Ort. David mir erzählt hat, ich würde es ihm empfehlen. Marc, warum hast du mich nicht gefragt? Worüber? Ich bin wirklich schwer ärgert. Warum warst du nicht von Anfang an ehrlich? Weißt du, ich hätte dich nie im Stich gelassen. Wirklich? Natürlich habe ich einen tollen Platz für deinen Urlaub. Mein Urlaub? Ja, bist du deswegen sauer? Weil du nicht weißt, wo du deinen Urlaub verbringen wirst. Ist es so? Natürlich. Gibt es noch etwas anderes? Natürlich. Entschuldigung, ich habe einen Termin, ich muss los. Möchte jemand essen?
Natürlich fühle ich mich nach diesem Gespräch so hungrig, Jungs. Ja, ich auch.